Glück auf Schatz aus dem Schacht. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, es tut mir echt leid, dass so lange wieder kein Video kam. Ich schaffe es einfach nicht. Jede freie Minute, die ich habe, investiere ich, um das Haus fertig zu bauen, dass wir endlich mal fertig werden. Und es geht auch zügig voran. Ich werde euch auf jeden Fall mal wieder ein Video drüber machen, wie es so momentan aussieht. Aber ich komme auch nicht dazu, irgendwie großartig zu zocken. Deshalb ist es momentan echt schwierig für mich, Videos zu produzieren. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, dass ich jede freie Minute nutze, um irgendwie ein Video für euch zu machen. Ich habe auch noch ein anderes großes Projekt, was ich halt mache, wenn ich wirklich mal Zeit habe nebenbei. Das ist jetzt auch fast fertig, Gott sei Dank. Und ansonsten gucke ich, dass ich dann demnächst wieder mehr Videos bringe. Meine neue Internetleitung sollte jetzt auch endlich mal erscheinen. Also bei mir ja ankommt, dass das Ganze mal funktioniert. Und dann kann ich natürlich, wenn wir fertig sind mit Bauen, auch anfangen mit den Livestreams, wo ich echt richtig Bock drauf habe. Ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen auch richtig Bock drauf habt. Ansonsten müssen wir halt jetzt einfach schauen, dass wir die Zeit so über die Runden bringen, dass ich euch wenigstens ein Video die Woche irgendwie hochlade. Ich denke, das sollte ich auf jeden Fall schaffen. Bei zwei Videos weiß ich noch nicht genau. Die nächste Zeit, denke ich, wird ein bisschen ruhiger. Jetzt war ja noch Anfang der neuen Firma und so weiter. Und genau das ist auch mein Thema, was ich heute noch mitgebracht habe. Ich habe ja letztens gesehen, dass ihr gerne mal so ein Thema drüber diskutiert unten in die Kommentare, was so real-life-technisch auch ist. Ich habe heute mal ein Thema mitgebracht, was mich selber vor kurzem extrem beschäftigt hat. Und zwar ist das Thema einfach Karriere bzw. Beruf oder Geld. Also ich will jetzt mal darauf hinaus, was wäre für euch denn wichtiger, dass ihr, sag ich mal, echt einen coolen Beruf habt, der euch Spaß macht, wo einfach die ganze Atmosphäre richtig geil ist, die Arbeitskollegen und so weiter richtig nice, dass ihr wirklich Spaß habt, auf die Arbeit zu gehen, oder dass ihr halt eine Arbeitsstelle annehmt, die euch überhaupt keinen Spaß macht, aber wo es halt viel Geld gibt. Das ist immer so, finde ich, so ein Zwiespalt, also ziemlich schwierig zu entscheiden. Bei mir war es auch so, also ich musste mich auch entscheiden, ob ich halt ein bisschen mehr Geld verdienen will oder in einer Firma sein will, wo ich das Gefühl hatte, dass das einfach wirklich von der Atmosphäre her perfekt ist, wo mir einfach die Arbeit auch Spaß macht. Und ich persönlich habe mich dafür entschieden, dass ich mich für die Firma ja entschieden habe, wo ich denke, dass es für mich einfach besser ist, dass es mir mehr Spaß macht und dass auch einfach das Arbeitsklima besser ist. Meine Katze hier, die schmeißt gerade wieder einen Katzenbaum um. Keine Ahnung, was mit ihr gerade wieder abgeht. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall habe ich mich dafür entschieden, lieber ein bisschen weniger zu verdienen, aber dafür eine Arbeitsstelle, die mir halt auch Spaß macht. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass viele da draußen sagen, ey, Geld ist das Einzige, was für mich zählt. Ich werde auf jeden Fall nur viel Kohle verdienen. Selbst wenn ich jeden Tag nur Scheißhaus putzen muss. Ist zwar auch, sag ich mal, irgendwo verständlich, aber wäre für mich, sag ich mal, auf langer Sicht hin nicht die perfekte Möglichkeit gewesen. Die andere Frage ist natürlich dann so, was macht man, Karriere oder Familie? Ich habe mich mehr oder weniger jetzt für die Familie entschieden, weil ich finde, es ist einfach wichtiger als Geld. Ich meine, Geld braucht man immer, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber ich finde, es ist trotzdem wichtiger, wenn man eine Familie hat, die hinter einem steht, auf die man sich verlassen kann, wo man auch Rückhalt ein bisschen hat, als dass ich jetzt übelst viele oder übelst viel Kohle verdienen, aber irgendwie keine wahren Freunde habe, sondern nur Freunde, die halt, ja, meine Freunde sind, weil ich viel Geld habe. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was für euch so wichtig ist, beziehungsweise was ihr euch mal vorstellt, wie zu machen. Ob ihr vielleicht auch lieber sagt, hey, ich will einen Job, der mir Spaß macht, oder sagt, hey, ich will lieber einen Job, wo ich echt viel Kohle verdiene, oder ich mache lieber Karriere statt Familie. Wird mich echt mal interessieren, wieso der Rest drüber denkt. Ich habe ja schon so von einigen Leuten, also gerade aus meinem engen Freundeskreis, die haben sich auch mehr oder weniger dafür entschieden, Familie und einen guten Job, als jetzt nur die Kohle. Natürlich ist es optimal, wenn man natürlich einen geilen Job hat und viel Kohle verdient, aber das trifft halt in den seltensten Fällen zu. Ich habe halt jetzt wirklich einen relativ guten Mittelweg gefunden. Also ich habe eine echt super Firma. Ich verdiene auch, sag ich mal, relativ gut. Ich sage natürlich nicht wie viel, das darf man ja nicht, ihr wisst ja, wie das ist. Und so von der Tätigkeit her bin ich auch eigentlich recht zufrieden. Also ich habe gerade erst angefangen in der neuen Firma, aber es macht auf jeden Fall viel Spaß. Ich habe jetzt ein, zwei große Projekte gekriegt, die ich machen kann. Und das ist genau das, was mich so, ja, einfach erfüllt auf dem Arbeitsweg. Und deshalb bin ich momentan echt glücklich. Und ja, nebenbei halt ein bisschen Haus bauen, hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt. Also wie gesagt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wird mich echt brennend interessieren. Ihr könnt mir natürlich auch unten mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie ein Thema habt, worüber ich mal reden soll, würde ich mich auch sehr freuen. Ansonsten sollte es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, bleibt geschmeidig, lock auf lockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus.